Freunde, was geht ab, Leute? Hier. Es ist wieder Döner-Time. Mein Dönerpartner, der noch kritischere Boss, hypt diesen Döner in letzter Zeit die ganze Zeit. Erzähl mir von irgendeinem Döner. Also nicht irgendein, ich kenne den schon. Er sagt so, er könnte den jeden Tag essen und ich soll ihn demnächst unbedingt mal testen. Starke Empfehlung von ihm. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte den schon mal, aber das ist schon sehr lange her. Das war vor Deutschland-Döner-Tour. Vor Fairhart, wirklich sehr lang her. Ich habe den weder schlecht noch gut in Erinnerung. Ich muss sagen, ich erwarte nicht allzu viel im Sinne von, dass der überkrass wird, sondern das ist wahrscheinlich so ein Döner wie bei mir Akadash, der einem wirklich einfach sehr gut schmeckt, aber jetzt nicht unbedingt der krasseste in München ist. Wobei da die Nummer 1 ist auf jeden Fall noch offen. Ich kann dann euch noch nicht sagen, hey, das ist der beste, das ist der krasseste Döner in München. So, schauen wir doch mal. Pizza Rolos, das ist wohl deren Ding, deswegen ist der Laden auch so benannt. Köfte, Burger, Dürüm Döner, Pide, Lamachun, Premium Döner, Rolo Mexican Döner, 12,90, true. Sucuk Dürüm, Sucuk im Brot, eine Menge Auswahl. Ob das noch aktuell ist, da steht Hähnchen Döner 6 Euro. Das war's. Zumindest, ne? Zumindest, ja, danke dir. Ja. Scharf? Bisschen, ja. Scharf? Brauchst du nicht einpacken, kannst du mir gleich abgeben. Ja, dann kannst du. Danke dir. Was haben wir? So. So, da haben wir ihn, Leute. Fresh, warm, rot, sieht geil aus, schön dünn. Mein Gott, das letzte Mal wurde das Brot komplett zerstört vom Kollegen. Aber sieht gut aus, sehr freundliche Mitarbeiter, das ist auch schon mal ein Plus. So, ich bin sehr gespannt. Das ist eine Menge Döner mit dem Kollegen. Erstmal kann er sein noch kritischer Boss. Check gerne das letzte Döner-Video ab, da hat dein Land komplett auseinandergenommen. Unterschiede zwischen mir und ihm. Er mag viel Soße, ich mag wenig Soße. Und er mag, dass in jedem Bissen alles beinhaltet ist. Und ich mag eine Geschmacksachterbahn. Mal hier schmeckt es ein bisschen anders, mal da. Aber er will, dass jeder Biss alles hat und gleich schmeckt. So, Brot ist geil. Gut gefüllt. Gurke ist drin. Ist jetzt nicht alltäglich. Ziemlich sicher, er mag die Soße. Die Soße ist gut. Fleisch schön knusprig, dennoch zart. Gute Schärfe. Ist natürlich nicht am Start, damit ich ungehindert meine Meinung sagen kann, damit ich nicht von ihm beeinflusst werde. Er hypt ihn in letzter Zeit so hart, man. Also ich könnte jeden Tag den essen, ganz klar Nummer 1. Also da ich seinen Geschmack kenne, kann ich verstehen, warum er den Döner mag. Eine sehr soßige Angelegenheit. Brot ist geil. Geiler als bei dem letzten Döner. Gemüse ist sehr fresh, ja.
bei dem Döner auf jeden Fall das Brot ist da und die Soße. Und die Menge und der Preis. Ist eigentlich ziemlich krass für 6 Euro. Okay, Fleisch auch sehr gut gewürzt. Das taugt dem Kollegen wahrscheinlich auch sehr. Mhm. Ist ganz klar, genauso wie bei mir und Akadash, dass es mein Lieblingsdöner ist, weil er mir persönlich einfach so krass schmeckt. Gute Bewertung, also ich kann euch sagen, Preis, Leistung, ist das bisher der beste Döner auf jeden Fall. 6 Euro für so ein Brett. 6 Euro, Mann! Hat sich perfekt mit dem Fett und der Soße und dem Fleisch jetzt vermischt. Okay. Ist gut? Ja. Sehr gut. Was ist gut? Brot oder Soße oder was? Brot ist gut. Soße ist auch sehr gut. Ja, diese Soße, diese Brot gibt es nur andere Weißen. Ja? Diese Soße nur hier gibt. Nur hier, geil mit Zutaten. Wir machen selber. Andere kommen viele Fett gegeben. Ja? Am Boot macht er auch selber. Alles safe. Alles safe, selber. Ja. Ich bin gespannt, was er noch ist. Wie viele Punkte? 8,5 von 10. 9 vielleicht, 9. 9 von 10 ist? Ablenken, wir haben mit dem Kollegen gequatscht. War extrem saftig. Er hatte es schon lange nicht mehr, dass ich nach dem Döner gesagt habe, oh Digga, ich könnte mir noch einen gönnen. Alles fresh, gut, geil. Und Soßen habt ihr gehört, selber gemacht. Schmeckt er immer ab, dass es jeden Tag gut schmeckt. Hat er gesagt. Preis, Leistung, brutal, Mann. 6 Euro für dieses Ding. Wo findest du das noch in München? Der war sehr gut, ja. Rolo Kebab House und Burger House. Stark. Der war stark. So, Dönerempfehlung vom noch kritischeren Boss. Rolo Döner. Spezialität eigentlich Rolos. Müssen wir auch mal testen, aber ja, der war gut. Das ist einer von wenigen Dönern in München, wo ich sage, da würde ich doch mal hingehen. Nicht nur das, ich würde sogar ab und zu mal sagen, hey, ich sehne mich nach diesem Döner. Der einzige Döner, wo es sonst noch so der Fall ist, ist Akadash. Und wie? Einfach indem das Fleisch gewürzt ist, Geschmack hat, Flavor hat. So leicht ist es in München, oben an der Spitze zu sein. Wie traurig ist das, Mann? Ich kann jetzt noch nicht sagen, hey, das ist der beste Döner in München. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ich mache mal eine Döner-Tour. Ein großes Video habe ich vor. Top 10 Döner in München testen und dann ranken. Und dann kann ich euch sagen, hey, das ist der beste Döner. Aber Preis-Leistung, krass. Der kostet nur 6 Euro und ist einer der besten Döner. Krass. Also Preis-Leistung ist es auf jeden Fall bisher Nummer 1. Und alle anderen Döner, ihr wisst, 7 Euro aufwärts, 7, 8 Euro ist jetzt Standard geworden. Für richtig schlechte Döner, Mann. Kuss geht raus an den noch kritischen Boss. Das war eine Top-Empfehlung. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Visa, folgt mir gerne auf Instagram. Wenn ihr wisst, Bitcoin, Leaf und Crow. Crypto Cash Flow generieren, jeden Tag tracken. See you as business und ciao.